Also als Kind wollte ich immer Fußball spielen. Und meine Eltern fanden das gar nicht so gut. Und da waren die Bolzplätze meine Rettung. Und idealerweise noch vor den Hausaufgaben zum Bolzplatz zu entkommen, das war einfach jeden Tag das Ziel. Und da ist man bis zum Sonnenuntergang geblieben, hat gespielt, sich mit Freunden getroffen. Und das hätten wir einfach ganz gerne wieder mehr in unserer Stadt. Nicht nur so formell in dem Verein, sondern einfach als Treffpunkt für die Jugendlichen im Viertel, so wie ich das selbst kennengelernt habe, so wie ich groß geworden bin. Und das zu unterstützen, ist dann wirklich eine Herzenssache für uns. Da haben wir ganz viel für gemacht und schon seit 3-4 Jahren. Wir haben ja mehrere Projekte. Wir haben den Herz-Kreislauf jetzt wieder am 1. Mai auf Zollverein, also bitte alle mitlaufen. Wir haben das Golfturnier und wir haben den Triathlon. Und all diese Erlöse aus Trikotverkauf, Startgeldern gehen dann in Sozialprojekte in der Stadt. Für Kinder, für Sport, für Soziales, Projekte, die wir gut finden. Und das war so ein Projekt, da konnte ich jetzt auch aus eigener Überzeugung und aus meiner Vergangenheit sagen, das finden wir gut, das möchten wir unterstützen. Ja, wir haben ja nach 1945, als der Krieg zu Ende war und hier alles zerbombt war, haben wir in den Straßen Fußball gespielt. Wir als Kinder hatten weder ein Fahrrad noch ein Auto und man konnte nur, wenn man sich draußen bewegte, also Fußball spielen. Und dann haben die einzelnen Straßen haben gegeneinander gespielt und so habe ich das Fußballspielen gelernt. Ja, als erstes gut in der Schule zu sein und wissen oder den Satz beherzigen, den man auch im Fußball gebrauchen kann, ohne Fleiß kein Preis. Also man muss fleißig trainieren und in der Schule fleißig sein. Und das Wichtigste ist für die Kinder, dass sie natürlich noch besser in der Schule sind und sich aufs Leben vorbereiten, denn nicht alle können große Stars werden, nicht wahr? Und wenn man nur davon träumt und es geht eines Tages nicht auf, dann ist man für das weitere Leben nicht so richtig gewappnet. Also die Schule ist ganz wichtig. Aber in der Schule wird ja auch Sport getrieben. Und wenn es keine Gelegenheit gibt, dann sind die Gelegenheiten hier durch diese Bolzplätze gegeben. Dort können die Kinder tatsächlich, auch wenn auch ohne Anleitung, Freude am Spiel genießen. Und jetzt sieht man das ja, die sind alle mit Begeisterung dabei. Wenn sich das mal rumspricht, dann wird das wahrscheinlich hier ständig belegt sein.